Zu einem richtigen Osterfest gehören natürlich bunte Ostereier. Elke Dahl und Schwägerin Mareile färben sie mit Naturfarben aus Gemüse- oder Obstextrakten, die man so fertig kaufen kann. Das Besondere an den Dahlschen Ostereiern: sie werden mit Hilfe von Blättern dekoriert. So. Ui, ui. Man soll das wirklich vorher auch mit Essig einreiben. Ach so, einmal, dann hält das besser, oder? Ja, auch weil die Kalkschicht aufraut. Und dann auch einmal die Blätter, die wir da gleich drauflegen, dann besser haftet. Und die Farbe kann besser eindringen. Na gut. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal die Eier gefärbt? Oh, du, das ist schon Jahre her. Überleg mal, der Jüngste ist 30, der Älteste ist 36. Das sind schon 25 Jahre her. Oh, meine Güte. Ich glaube, danach habe ich kein Ei mehr gefärbt. Na, guck mal. Ein Perlonstrumpf hält das Blatt fest auf dem Ei. Jetzt brauche ich mal so ein Band. Ja, warte mal, ich lege das mal eben hier rein, dann helfe ich dir. Am besten nimmt man eine dünne, feste Schnur. Nee, das muss man zu zweit machen. Ja, das muss richtig, stramm richtig da fest sein, damit sich das Blatt nicht wieder verschiebt. So, noch mal einmal unten rum. So, das müssen wir eben abschneiden. Jep. Zack. So, uiuiui. Also unsere grünen Eier, die sollten wir ja nun eigentlich auch benutzen, ne? Die grünen Eier stammen von Araukanerhühnern, sind aber genauso zum Färben geeignet. Das Blatt auf dem Ei wird später mit dem Feinstrumpf festgehalten, der auch die Farbe an den nicht bedeckten Stellen durchlässt. Also Ostereier färben ist auf jeden Fall etwas für Jung und Alt. Also es ist wunderschön, mit den Naturmaterialien zu arbeiten. Das sind alles Naturfarben. Es ist nicht giftig für Kinder. Außerdem ist es wunderschön, alles schön bunt herzurichten, gemeinsam am Tisch auch schön genießen kann. Und weil man es gemeinsam auch zubereitet hat und gemacht hat. Mit Naturfarben braucht es etwas länger, bis die Eier gefärbt sind. So, jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt wird es richtig spannend. Ob das was geworden ist? Ja, ich bin auch echt. Die Farbexplosion, Elke. Also los jetzt. Ja. Auf los geht's los. Jetzt musst du die, den Faden da abmachen, genau. So, wie zart. Die Farben und Muster haben symbolische Bedeutung. Rot für die Liebe. Boah. Blätter für Gesundheit und Gräser für Jugend. Guck mal. Oh, ja, super. Also ich finde dies ja toll, ne? Oh ja, das ist auch mit dem Fahnen. Also obwohl, die sieht ja auch gut aus. Ja, toll. Also das sind, guck mal, überleg mal, drei schöne Farben. Mhm. Also ist doch klasse. Super. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gedacht, was will die jetzt mit Fahnen und alles sowas und Strümpfe und keine Ahnung. Aber ich bin erstaunt. Ich kenne das nicht, muss ich sagen. Damit die Eier schön glänzen, kann man sie mit einer Speckschwarte...